Gott, ich bin so weit unten. Was ist passiert? Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Damit habe ich so spontan gar nicht gerechnet, dass ich hier irgendwie so den Absacker mache. Irgendwie, ich habe doch an der Cam jetzt irgendwie... Die Webcam trollt mich massivst. Aber ist mir jetzt auch egal. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, offensichtlich. Also jetzt eben gerade noch ein paar Meter weitergemacht. Wir sind bei... Ja, 12 Tagen, 6 Stunden, also ich war zwischendurch arbeiten und Football gucken, also Football habe ich hier geguckt, aber das hat hier auch eigentlich gar nichts verloren. Wir können uns, oh ja, wir können uns 25 Level Jim Lumberjack leisten und das bringt uns ein ganz gutes Stück weiter, denn das bringt erneut vierfachen Schaden und Jim the Lumberjack ist im Moment schon so unser... Ja, Main Damage Dealer, also der gute Mercy the Wizard, er hängt da gar nicht so viel nach. Der macht immerhin noch so ja, knapp die Hälfte davon. Der Punkt ist, wenn ich hier 25 Level reinstecke, bringt mir das eben noch keinen Vierfach-Bonus, deswegen... und Nate Dragon ist halt so, Nate Dragon ist so... Was, wer bist du denn? Von daher, wir ziehen hier 25 Level drauf... Und ich bin mir echt noch nicht sicher, ob meine Formation hier so das Gelbe vom Ei ist, aber sie funktioniert und das reicht mir im Moment völlig hin. Was ich bislang noch nicht gemacht habe, wir gehen erstmal weiter, ist Wendy the Witch einzusetzen. Die können wir nämlich gar nicht gegen Natalie Dragon tauschen, sondern in der Tat gegen Prince Cell, the Merman. Und da haben wir jetzt diesen lustigen Tauschbutton und den drücke ich jetzt einfach mal und dann sehen wir, guck mal, wir können hier die Wendy the Witch einsetzen. Und die swappen wir jetzt auch direkt mal. Swappity swap. Und da können wir auch direkt mal ein paar Level kaufen. Und dann gucken wir erstmal, was die gute Lady so macht. So, erstmal laggen. Erster Upgrade bringt ihr 100% mehr Schaden. Das ist okay. Zweiter Upgrade bringt allen Crusadern 10% mehr. Dritter Upgrade bringt ihr selber 100%. Vierter Upgrade bringt ihr selber 100%. Fünfter Upgrade increases the base DPS of Wendy the Witch by 25% for each enemy on the screen. Oh, das ist ganz nice. Also wenn je mehr Gegner auf dem Screen sind, desto mehr Schaden macht sie. 25% für jeden, das heißt, sprich, bei 4 Gegnern macht sie schon 100% mehr. Das ist ganz cool. Das hat was. Dann kriegt sie nochmal 125% und das ist dann letztendlich der Vierfach-Bonus. Jetzt ist die Frage, möchte ich sie tatsächlich gegen Nate Dragon einsetzen? Denn... Nate Dragon bringt ehrlich gesagt gar nicht mehr so den Riesenstiefeln. Den Riesenstiefel? Egal, ihr wisst, was ich meine. Also, der rockt die Scheiße halt nicht mehr so fett. Das muss man ihm ganz ehrlich zugestehen. Beziehungsweise absprechen. Wir gehen erstmal in Level 90 rüber, sofern das Spiel mich lässt. Alter, die müssen endlich dieses Laggen rauspatchen. Das geht gar nicht. Das ist so... So fucking annoying. So, du kannst hier auf jeden Fall mal dein letztes 200er Upgrade mitkriegen. Nicht, dass das noch irgendwas nützen würde, aber aus Prinzip. Ja, fuck, dann können wir hier noch 25 draufpacken. Dann ist sie bei 700 T. Es ist natürlich deutlich weniger Schaden. Aber der... Ja, die macht 10% für alle. Die Sache ist, Nate macht, glaube ich, schon... Na, er macht auch 10% für alle. Nein, er macht 20% für alle. Okay. Von daher lohnt es sich vermutlich nicht. Zumal wir für Nate auch noch ein Item haben. Also Nate macht quasi 25% für alle Crusader. Und Wendy macht erst 10. Das heißt, also ich brauche das gar nicht zu tauschen, um zu sehen, okay, das bringt im Moment nichts. Und selbst wenn sie jetzt nochmal den doppelten Schaden macht, ist das immer noch nicht. Also es lohnt immer noch nicht. Die braucht erst noch das ein oder andere Item. Dann ist die, glaube ich, ganz nice. Also die Grundidee dahinter ist schon ganz cool. Sie macht quasi genau das Umgedrehte, was sie vorher im Run gemacht hat.
Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja in der Special Chest dann irgendwas Brauchbares. Wir sind ja jetzt demnächst bei Level 100. Und ich muss mal gucken, sobald es hier langsam wird, würde ich auf jeden Fall eine Truhe aufmachen. Aus diversen Gründen. Einerseits, weil wir einfach 39 Truhen haben und sagen können, don't give a fuck auf ein, zwei Truhen, da kommt es wirklich nicht an. Und zum anderen sieht es bei den Achievements eben im Moment so aus, dass wir... Ja, bin ich hier schon ganz links, ja? So, wo hatten wir es denn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo waren so ein, zwei Sachen, die... Kill Monsters, Kill Bosses? Nee, das ist es auch noch nicht. Wo hatte ich es denn? Open 50 Treasure Chests. Da sind wir gar nicht so weit von weg. Also da fehlen uns noch 11 Stück. Und das würde auch nochmal 5% Schadensboost bringen. Das ist durchaus machbar. Mit den 39 Kisten, die wir haben. Und es ging aber noch um was anderes. Nämlich um... Wo habe ich das denn gesehen, verdammte Hacke? Collect 50 pieces of common loot? Nee, da sind wir auch noch. Okay, wir brauchen halt nur noch zweimal uncommon loot. Das ist durchaus möglich in Kisten. Dann gibt es nämlich auch nochmal 3% mehr Schaden. Und wir brauchen noch überhaupt nur 5 pieces von irgendeinem Loot, also von irgendeinem Seltenheitsgrad, um auch nochmal ein Achievement zu bekommen. Das heißt, Kisten aufmachen ist eigentlich gerade so die Devise der Stunde. Aber eben noch nicht, solange wir hier flockig killen können, weil wenn, sollten wir schon im höchstmöglichen Level sein, damit sich zumindest die Goldausbeute ein bisschen lohnt. So, aber hier sieht es aus, als würde das jetzt so weit slowen, dass eine Kiste... Also wir kommen hier noch vorwärts, aber Kiste macht jetzt Sinn. So, auf damit. Ich mache auch gleich mal 3 Stück auf oder so, wobei... Mal gucken. So, increase the DPS of all Crusaders by 5%. Das ist ganz nice. Leider benutzen wir den gerade gar nicht. Speed, ja, don't care. Gold Boom, das setzen wir direkt ein. Wobei, macht das Sinn? Nee. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir gar kein Gold bekommen haben in der Kiste. Aber egal, wir machen einfach noch eine auf. Wir haben es ja. So, ein Ring mit 1% mehr Schaden für alle Crusader. Gold, das ist fein. Und nochmal Gold, sehr schön. Und wir machen einfach gleich noch eine auf, weil wir es können. So, Gold und Gold und Dual Blade Knife für... Ist das Nate oder Natalie? Das ist Natalie, oder? Ich bin mir einfach nicht sicher. Es ist für... Wir werden es rausfinden. Ich glaube, es ist Natalie. Ja, genau. Die hat nämlich... Ja, es ist total Natalie. Schon allein an der Frisur zu erkennen, die halt nicht so eine tolle hat. Und außerdem hat Natalie im Gegensatz zu Nate die Augen ganz zu. So, den Ring haben wir inzwischen auch schon 3-mal. Wir haben gar keine Achievements bekommen, sehe ich das richtig? Loot sind tatsächlich nur Items, oder? Also da zählen die Buff-Karten nicht mit dazu. Schade eigentlich. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz das Ding. Ja, das ist okay. So, irgendwo haben wir doch noch... Wer hat denn hier noch Loot bekommen, verdammte Hacke? Das ist Kack-Glitzersternchen, ne? Ich finde aber auch gerade nicht, wo es herkommt. Hier! Natalie, natürlich. 5% für alle. 5% auf alles, außer Crusader-Nahrung. Klare Sache. So, fehlen uns noch... 5 Level, das ist nicht eben wenig. Die 20 kaufe ich schon mal. Aber da fehlen uns schon noch so... 12, 13 Sextillionen, vielleicht auch eher 15. Wahrscheinlich eher 15. Ja, wir können mal ein Level weitergehen. Und gucken, was so passiert. Ich bin fast versucht, einen DeLorean einzusetzen. Das würde das hier auf jeden Fall deutlichst beschleunigen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Gibt ja auch noch Candies, die sind ja auch ganz nützlich, von daher. 1, 2, 3, 4, 5. So, nochmal ordentlich mehr Schaden und schon läuft das doch hier auch. Für Level 100 wird das immer noch nicht reichen, aber da muss man dann eben mit leben.
Ich finde es gerade relativ interessant. Ich habe gerade so, naja, eine gute Stunde American Football Übertragung geguckt und ich gewöhne mir so total die Redeweise von den Moderatoren an. Also ich habe gerade diese knapp 10 Minuten von der Folge schon, also nicht extrem so, aber ging schon, also war auf jeden Fall leicht anders gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so auffällt, aber mir persönlich fällt das auf jeden Fall auf. War schon irgendwie von der Betonung her anders, als ich das sonst machen würde. War nicht so in meinem, ja, ich erzähle hier einfach irgendeinen Scheißstil, den ich so standardmäßig drauf habe, sondern es waren eben schon so, ja, bestimmte Betonungen, die irgendwie immer wiederkehren. Und das, ich habe das so total krass, wenn ich eine Person sehr viele Reden höre, gewöhne ich mir sehr schnell die Sprachweise von der Person an. Und das war eben bei dem Sportmoderator dann doch sehr prägnant, was der da abgeliefert hat. Also der hat das gut gemacht, keine Frage. Aber es prägt sich bei mir eben sehr schnell ein. Dass ich schon so ein bisschen drin war, wie bei... Ja, das lohnt sich aber auch, denn wir sind jetzt hier gleich in Level 94 und dann ist es auch gar nicht mehr so weit bis Level 100, bis wir wieder resetten können. Die nächsten Idols abgreifen und dann steht auch schon das nächste Objective an. Und das solltet ihr definitiv nicht verpassen. Wir gehen kurz in eine kleine Werbeunterbrechung und dann sind wir auch sofort wieder da. Das ist, also man ist halt sofort in diesem Fernsehmoderator-Stuff drin. Das ist total schlimm. Ihr versteht, was ich meine. Vielleicht. Ich hoffe es. Ach ja. Vielleicht sollte ich Sportmoderator werden. Aber nein, eher nicht. Dafür interessiere ich mich einfach zu wenig dafür. Das ist so mein Problem. Vielleicht sollte ich E-Sport-Kommentator werden. Oder ich lerne einfach einen vernünftigen Beruf. Das nichts gegen E-Sport-Kommentatoren, keine Frage. Auch damit lässt sich ordentlich Geld verdienen. Ich schätze mal, die Leute, die die Dota Internationals kommentiert haben, ja, beziehungsweise The International heißt es ja einfach nur, also das große Dota-Finale vor, keine Ahnung. Wann war das? Im August oder so? Ich habe keine. Das ist schon ein bisschen her. Ja, es gibt ja natürlich auch schon. Also, wenn allein das Preisgeld. Waren es 10 Millionen insgesamt? Irgendwie so um den Dreh. Es war auf jeden Fall scheiße viel. Ich denke, da werden auch die Moderatoren jetzt nicht schlecht verdienen. Und die machen auch einen guten Job, keine Frage. Also, die haben Ahnung von der Materie. Und das ist eben ein Punkt, der gerade weil sowas extrem wichtig ist. Bei so einem Let's Play kann man sich eben hinsetzen und im Zweifelsfall, wenn man es cool rüberbringen kann, auch einfach 20 Minuten von Kuchenrezepten reden und es ist völlig egal, es funktioniert. Das ist so die Sache. Also kommt immer ein bisschen aufs Spiel drauf an, ne? Wenn ich jetzt ein Spiel habe, was super storylastig ist und ich erzähle die ganze Zeit was von Kuchen, funktioniert das natürlich nicht. Aber wenn ich hier so ein Idle-Game habe, wo zwischendurch mal so ein bisschen Luft ist und ich dann jetzt sage, Mensch, hier, ich habe neulich total den geilen Kuchen gemacht mit Bier drin. Das ist ein super Rezept. Müsst ihr euch auch unbedingt mal. Nein, also jetzt nur beispielsweise. Das kann funktionieren, wenn man es vernünftig rüberbringt. Wenn man wirklich selber nicht aktiv irgendwas spielt, sondern nur kommentiert, was da passiert, dann muss man wirklich extrem viel Ahnung haben, um eine interessante Coverage davon zu machen. Da muss man sich sowohl mit dem Spiel auskennen, sei das jetzt Videospiel oder Sport. Da braucht man auf jeden Fall eine Menge Ahnung davon. Man muss sich mit den Spielern, mit den Teams auskennen. Und ja, das ist wirklich auch selbst, wenn man sich selber für den Bereich sehr interessiert, dann doch immer eine große Einarbeitung. Also da steckt ein ganz schöner Zeitaufwand drin, den man manchmal, glaube ich, echt unterschätzt. So, wie schaut es hier aus? So lala. Das hier sieht auch mehr so lala aus. Kriegen wir den Boss? Ah, den kriegen wir. Kriegen wir.
Wir können ja. Okay, wir können nicht. Ah, wir können doch. Also okay, wir kriegen den scheiß Pet Wolf auch so platt. Ich dachte, ich setze jetzt nochmal Firestorm ein, aber. Ah, wobei, das macht sogar Sinn. Wir müssen ja zweimal den Boss besiegen. Es ist ja alles doppelt in diesem Run. So, dann warte ich jetzt eben noch, bis Mr. Petty Pet Wolf hier auftaucht. Dann setzen wir einmal den Firestorm mit dazu. Und dann läuft das doch auch. Righty, right. Irgendwas stört mich an dieser Formation noch. Ich weiß nur noch nicht was. Irgendwas ist hier noch nicht so geil. Ich habe das Gefühl, ich übersehe massiv irgendwas. Ich bin mir nur echt nicht sicher, was. So, was hast du denn hier eigentlich so? 10 für alle? Ja, es ist so. Die haben halt auch alle nicht so die geilen Upgrades. Griffin hat so, ja, takes less damage, aber less damage ist halt so. Don't give a fuck. Und dafür macht er auch einfach zu wenig Schaden im Moment. Es ist so. Hier nochmal 15 für alle, aber. Ist halt auch nicht so der Kracher. Sarah macht hauptsächlich selber viel Schaden. Bringt aber keine Buffs für andere. Das ist auch schon wieder eher so mäßig. Mit dem Item bringt sie auch nichts für alle. Also. Wie sieht denn das eigentlich hier aus, wenn ich zurück auf ihn swappe? 10% für alle. Hier haben wir. Ah, 5. So, die Frage ist, was kann er hier? 25% für ihn, für ihn selbst, 10% für alle. Theoretisch könnte es was bringen, die beiden zu tauschen. Ja, tut es sogar. Dann können wir hier auch glatt nochmal 100 draufsetzen. Das, okay, bringt halt einen Scheiß. War zu erwarten, aber nun gut. So, also da geht es dann wirklich nur noch darum, wer bringt halt den größten prozentualen Bonus für alle. Weil die Crusader selber einfach inzwischen so verschwindend geringen Schaden machen, dass es eigentlich total lax ist. So, können wir Nate eigentlich inzwischen mal. Ja, können wir. Auf 150 ziehen, nur schon mal so für den Fall. So, das Level hätten wir. Level 97, packen wir das noch? Ich sehe es ja noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Andererseits könnten wir natürlich auch noch ein Kistchen aufmachen. Und wenn das Kistchen. Und so, naja, insgesamt 106 Millionen bringt, dann wird das vielleicht was. Wir machen das mal. Wir haben ja Kisten en masse. Also en masse ist übertrieben, aber genug. Von daher, 13 ist nicht so geil. Ich hätte das gerne, na, 27. Das hatte ich mir schon eher vorgestellt. Und noch ein Duplicate, ja, ist okay. So, kommen wir nehmen noch eine mit. Na, jetzt ist es eh zu spät. Ich wollte gerade sagen, lass vielleicht nochmal warten. Reduces Ability Cooldown. Pff, ja, meinetwegen nochmal Gold und nochmal Gold. Okay, das ist jetzt schon mal gar nicht so verkehrt. So, wer hatte das gerade? Sarah, ne? Ah, ne, du hattest was, aber Sarah hatte auch irgendwas, oder? Ja, genau. So, wie sieht's hier aus? 11. Reicht nicht ganz. Außerdem sieht es hier auch irgendwie gar nicht so toll aus. Warum kriegen wir jetzt gerade so massiv auf die Fresse? Das lief vorher viel besser. Nee, das ist gerade alles gar nicht schön. So, wir brauchen nur 7 Level für den Vierfachschaden. Das sind aber insgesamt schon nochmal so 106 Millionen, ne? Wenn es denn reicht.
Meh. Also ich kann hier natürlich mal... hiermit noch ein bisschen Gold sammeln. Dann gehen wir eben nochmal hier rüber. Setzen das nochmal ein und dann klicke ich hier nochmal eine Runde. Dann kriegen wir natürlich auch noch ein bisschen Gold zusammen. Wenn vielleicht auch nicht massivst viel. Ja, nee, eher nicht so. Aber bei der Schatztruhe könnte das fast ein bisschen lohnen. Skill ist damit auch aufgebraucht. Er klickt immer noch weiter. Ich mache schon gar nichts mehr und das Spiel laggt einfach fröhlich vor sich hin. Soll es man machen. So ist gut. Wir können aufhören. Das Thema ist durch. Danke. Danke. Kiste, bitte. Ich will doch nur Gold. Wobei, Loot ist auch ganz praktisch. So ist ja nicht so. 27, das ist okay. Kriegst ja Click Damage bei 1%. Ja. Und nochmal Rare. Das reicht jetzt aber wirklich. Oh, haben wir doch noch mehr bekommen? Ach ja, nochmal so ein Horn. Okay. So. Nein, reicht es nicht. Ich brech ab. Na okay, dafür mache ich jetzt aber nichts mehr auf. Aber das eilen wir mal in der 96 weg. Ich will jetzt die 100 noch schaffen, verdammte Hacke. Muss doch hier noch machbar sein. Ich meine, wenn ich mir da einfach 20 Minuten mehr Zeit für lassen würde, könnte ich mir so viel Item-Einsätze sparen, aber I don't care. So, Click Damage und Crit, ach nee, Critical Click plus 20% Chance oder plus 20% Schaden, das ist die gute Frage. Chance plus 20%, okay. Und Damage Multiplier by 2. Mit Assault könnten wir noch arbeiten. Wir hätten hier noch... Ja, das ist mir noch... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da überall noch nicht genug von, als dass ich die Power-Up-Cards so bedenkenlos raushauen möchte. So, ich habe übrigens noch zwei Daily Quests gemacht. Ah, und das Achievement haben wir bekommen, sehr schön. Das eine war das 2000 Mal klicken, das habe ich inzwischen abgearbeitet. Und fragt mich nicht für was, aber ich habe irgendwie hier nochmal spontan so Gimme Rubies und dann kam hier Rubine. Ich habe nicht mal gesehen, dass ich noch eine zweite Daily Quest im Laufen habe, aber ich habe sie offenbar erfüllt. Keine Ahnung. So, die Achievements, die wir mitnehmen wollten, haben wir jetzt fast alle, ne? Also, 5 Pieces of Rare Loot. War das das, was... Ich glaube, das war das eine, was wir wollten, ne? Oder, nee, das war 10 Pieces of Ankommen. Ah, egal. Auf jeden Fall haben wir das mitgenommen. 50 Pieces of Loot, any Rarity. Das geht schon. Jetzt müssen wir nur... Wir haben es gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Übrigens schön, dass hier die ganze Zeit nochmal 10 angezeigt wird. Ich drücke halt nichts. Ich lasse mir halt nicht anzeigen, was 10 Level kostet. Und nein, die Taste auf der Tastatur klemmt auch nicht. Es ist einfach... so. Das Spiel ist einfach bescheuert. So, jetzt können wir.
Sehr schön. Vierfacher Schaden und ab geht die Fahrt. So. Gehen wir direkt in die 98, stellen fest, oh, hier ist viel zu langsam. Wahrscheinlich. Naja, schnell ist anders, ne? Wie lange hält denn das an? 2,5 Minuten. Möchte ich ungern einsetzen. 2,5 Minuten brauchen wir wahrscheinlich schon, um diese 56 Teile einzusammeln. Ach, na gut, dann mache ich das eben doch nächste Folge. Ja, schade eigentlich. Ich dachte, wir kriegen das jetzt noch hin, aber das dauert mir jetzt doch ein bisschen zu lang. Ja, ich könnte noch mehr Truhen einsetzen, aber ganz ehrlich, nee. Voll die gute Idee, lass mal nicht machen. Aber lass mal hier... Wie teuer ist denn das eigentlich? Okay, das werden wir uns wohl so schnell nicht mehr leisten können. Ich könnte natürlich... Das machen wir mal kurz... So, wenn die jetzt... Okay, also wenn 4 drauf sind, macht sie doppelten Schaden. Das heißt, wenn 8 Gegner drauf sind, macht sie plus 200%. Und würde dann... Warum habe ich denn hier eigentlich einen leeren Slot? Was soll denn das? Warum ist dieser Slot leer? Also ist jetzt gerade kein elementar wichtiger Slot. Aber warum ist der leer? Wen hatte ich denn da? Du machtest 10% für alle. Hatte ich da nicht irgendwen anders, der mehr machte? Ach so, ah, der ist natürlich leer, weil ich ihn hier geswappt habe. Na klar. Das ist der Punkt. So. Okay, das war gar nicht so clever. Okay, es war nett, um es nachzugucken. Aber nein, es lohnt sich schadenstechnisch halt einfach gar nicht. Also, ihr fehlen einfach massiv die Items. So, ich mache das eben nochmal ganz kurz. Also, so hier mit 3 Quadrillionen, selbst wenn die plus 500% Schaden macht, ist die dann erst bei 18 Quadrillionen. Das bringt es im Moment einfach gar nicht. Also. Okay, prinzipiell kriegt sie hier natürlich auf dem Feld schon noch einen Bonus. Aber selbst dann, also. Bringt es halt leider einfach mehr, ihn einzusetzen. Because. Aber mal gucken, wenn sie noch was Nettes an Items bekommt, dann maybe, aber sonst eher nicht so. So, Emo verwandelt sich mal wieder, soll er machen. Ich gucke mir das in Ruhe an. Wir töten 50 Monster, weil er sich verwandelt. Damit er sich verwandelt, damit es schneller geht oder langsamer. Ich habe keine Ahnung. Oder nehme ich jetzt doch noch die 100 mit? Nee. Über eine halbe Stunde mache ich den Spaß hier jetzt nicht. Ist so schon lang genug. Danke fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.